So, ich habe ja doch gerade praktisch kurz davor gespeichert. Willkommen zurück. Einen habe ich. Mal gucken, wie lange ich jetzt noch brauche. Die ganzen letzten Knallköpfe hier zu erwischen. Ja, mit Shotzell, das bringt mir hier halt auch nicht so viel. Dafür ist es, glaube ich, ein bisschen zu weit. Steht da nicht jemand dahinter? Ich bin der Meinung, dahinter steht jemand. Kann aber falsche Meinung sein. Ich weiß gar nicht, was ihr eigentlich schießt. Wenn es da immer so rumballert, ist mir auch nicht so ganz klar. Ist hier eigentlich irgendwas drin? Ja, hier ist jede Menge. Was ist denn das? Hä? Was ist das für ein Knallkopf? Ach ja, Aerofib, das war der, wo er gesagt hatte, wo Tuni gesagt hat. Genau, da war ja was. Gut, den Typen hatte ich jetzt nicht, aber wie gesagt, es war ja erfolgreich, der Auftrag. Flucht, aber das nennen wir jetzt mit einer 2 hinten dran oder so. Wir sind kurz davor, eigentlich wieder rauszugehen. Eigentlich. Ha, so sehe ich auch nichts zum Kotzen. Das ist nur ein Bürger. Ah! Da ist doch einer. Jetzt habe ich ihn abgesehen. Bisschen spät. Naja, egal. Hat ja noch geklappt. So, ach ja, da war ja was. Man sollte kein Medkit benutzen, wenn man gerade irgendwas. Weil man. Das steht übrigens auch drin. Medkit-Benutzung, ob man dann auch was anderes machen darf. Das könnte man ausschalten. Aber das finde ich eigentlich sogar richtig. Die Version finde ich. Die Aktion finde ich eigentlich gut. Von daher passt schon. Lass mal so, ne? Was ist der Typ? Und wo ist die Waffe und so weiter? Das war ein Ding. Hier lag doch eine Waffe rum. Oder ach so, oben liegt sie. So, dich habe ich hier erwischt, ja. PDAs nehme ich mal mit. Ja, wie gesagt, das ist. Oh, habe ich die jetzt schon wieder runtergeschmissen? Das ist schon zu viel? Nee. Das war früher nicht so. Das ist halt jetzt anscheinend irgendwie so. Ich weiß nicht warum. Vielleicht irgendein Skriptproblem, ja. Geht's jetzt weiter? Oder wieder zurück oder wie auch immer. Die Typen hier waren ja Militaris, ne? Ja. Die sind da im Durchgang. Würde ich einen drauf lassen. Na komm, gib mir das alles. Die Granaten nehme ich mal nicht mit und die Munition, weil davon habe ich genug. Danke. Gut. So. Das ist ein Durchgang da, oder? Oder ist der Durchgang? Entschuldigung, oder ist der Durchgang da drüben? Nee, nee, es geht schon hier lang raus. Ja. Warte mal. Ach so, okay, da war jetzt niemand. Ging ja auch schlecht, ne? Ich würde das sogar noch mal speichern. Was sonst wird das alles nichts mehr.
So, Flucht 3, weil das ist jetzt Flucht 3 hier, der Part. Ich möchte jetzt dann langsam mal hier rauskommen. Aber wie gesagt, könnte witzig werden. Bin ich hier schon da wieder am Haupteingang? Kann das sein? Das könnte fast, ne? Okay, ich habe auch einen erwischt. Der ist voll auf mich zugerannt. Das war aber jetzt auch mehr Glück als Verstand, ey. Was war denn das jetzt für eine Aktion? Aber es hat was gebracht. Einen habe ich erwischt. Na fuck, ich hätte das Fenster zumachen sollen. Jetzt ist es zu spät. Schon wieder eine Anomalous Bison. Okay. Ich könnte natürlich wechseln auf eine Defensivgranate. Habe ich keine Defensivgranate? Ich habe doch Defensivgranaten. Also wir machen, das ist wieder der alte Bug, dass er nicht alle zeigt. Genau, jetzt hat er mal das nächste gezeigt. Ich hab doch hier eine Defensivgranate dabei. Also nicht nur eine, sondern um die 10 Stück. Ha! Ja, waren nur noch 6, okay, egal. Er hat nichts gebracht. Wow, wie blöd, dass sind bis hier hingegangen. Dich habe ich. Okay. Die nächsten scheinen alle dann schon im nächsten Durchgang zu sein. Ja, aber so ist es zu dunkel. Das ist doch zum Kotzen. Ist doch das. Na, warte mal, das könnte klappen. Die lag zu weit unten. Viel zu weit unten. Das hat so nichts gebracht. Stehe ich hier gerade so schön? Nenne ich es schon Exit? Ja, fast, weil ich bin kurz vorm Exit. AK 47, okay. Deine komischen Granaten kannst du behalten. Halt! Gebracht. Also ich nehme an, der steht wahrscheinlich da direkt ums Eck, wa? Aber wenn der wirklich direkt da ums Eck steht, dann ist die Idee von Lila eine gute Idee. Schröte.
So. Geht doch. Colt. Das. Die Munition brauche ich eigentlich nicht. Aber gib's mal mit. Und wenn wir sie nur verkaufen. Okay. Einer scheint jetzt hier noch in unmittelbarer Umgebung zu sein. Der ist aber irgendwo hinter Mauern. Jo, der ist dann schon im nächsten Bereich. Ah, zwei sind es noch. Hier habe ich wieder eine Überblendung. Das ist zum Kotzen, ey. Farmers Prototype. Nicht schlecht. Hast du auch entsprechende Munition dafür? Jawohl. Very nice. Gefällt mir. Ach komm. Gib einfach, nimm einfach alles. Einer? Okay, anscheinend nicht. Also den Kill the Loner who become a Monolith oder was, das habe ich erledigt. Dieses Thema ist durch. Der könnte hier irgendwo drin in der Tür stecken. Der Typ. Und ansonsten, die restlichen scheinen tatsächlich am Ausgang zu sein. Das können aber auch militaristisch sein. Das müssen keine Monolithen sein. Ich möchte jetzt gerne wenigstens wieder an die frische Luft kommen in dem Part. Ich muss nur auch die Zeit im Auge behalten, ja, weil ich mag keine Halbstunden-Videos. Das Problem ist die Hochladerei immer. Ist klar, passiert dann mehr. Das ist halt, das ist bei Factorio genau dasselbe. Man muss halt ja auch irgendwo was bieten, was zeigen, aber es dauert zu lange zum Upload. Kriege ich die da reingeschmissen? Selbst auf jeden Fall einen Hörtrauma verpasst. Das ist schon mal gut. Nicht. Das ist wahrscheinlich auch eher ein Fall für die Schröte. Der scheint mir sehr nah zu sein. Ich sollte es speichern. Ö, geht ja nicht, ne? Genau. Mhm, der ist erst dahinter. Wo? Direkt im Eck? Nein, der ist da draußen schon. Der ist auf einer anderen Ebene. Einen haben wir. So, und der Rest ist dann wahrscheinlich echt draußen. Das sind die Militaristis dann. Was hattest du denn hier? Auch eine Stagekin. So. Na komm, gib mir alles. Was zu viel ist, schmeißt du eh weg. Wunderbar. Ich glaube, wir verlassen dieses schöne Etablissement. Ach so, jetzt habe ich die Aufnahme. Na, mal gucken, ob es klappt.
Wird wahrscheinlich jetzt das Laden 5 Minuten dauern. Schauen wir mal. Nein, es ist nicht für Apps. Es ist ein anderes Programm. Vielleicht geht es etwas besser. Ich habe lange Ladezeiten, ganz klar. Ach ja, Fantastico. Raus. Wir sind raus aus dem Scheißding. Ich glaub's ja nicht, ey. Gut, das heißt, ich glaube, die Freiheit boxt sich jetzt, wenn ich da rausgehe, boxt sich die Freiheit gerade im Weg zum nach Pripyat frei. Die stehen dann aber nur am Eingang von Pripyat, weil ich, soweit ich weiß, in Pripyat selber gehe ich mit Lonern vor. Aber bevor ich das mache, machen wir eben einige andere Sachen noch. Gut, in der Soup können wir sowieso zurück, das ist klar. Wir können eh zurück. Nur im Original wird es keinen Rückweg geben. Ach, es ging aber von ganz verträglich. Nur im Original gibt es keinen Weg zurück, aber ich habe ja sehr wohl einen Weg zurück. Gut, ich denke aber, dass die letzten Militaristis, was da draußen noch rumschlappt, wegmachen. Machen wir wahrscheinlich im nächsten Part, mal gucken. Ach ja, also haben wir das. Haben wir ein paar Aufträge, die wir abliefern können, bei Wissenschaftlern wie auch beim Barmann. Ich glaube, war es der Barmann? Stalker bekam ein Monolithien oder war es die Freiheit? Bin mir nicht sicher. Mal schauen. Oh, es ging eigentlich ganz verträglich. Ich hoffe, es hat jetzt die Aufnahme nicht abgebrochen oder so, Scherze. Ich sehe nichts auf dem Biorad da. Ist hier niemand mehr? Sind alle weiter draußen, wa? Ja, man hört jetzt das Militär, genau. Die kommen jetzt an. Natürlich, weil ich hier ja was ausgeschalten habe, was ich nicht hätte ausschalten dürfen. Die gehen da oben auch gut ab, glaube ich. Okay. Ja, ja. Das ist nur die Frage, von wo ich es leichter habe. Wie wäre das, durchs Dach kommt man irgendwie rein und dahinter ist dann später auch ein Händler, oder was war das mit dem Siak? Okay. Na gut, weil da gibt es ja auch ein Bett und so. Naja, aber ich glaube, das wird mir jetzt zu stressig. Wenn es jetzt nur 20 Minuten sind, sind es halt nur 20 Minuten. Ja, muss auch mal wieder sein. Im nächsten Part hier raus. Und dann endgültig am Weg nach... zumindest den Weg nach Pripyat freikämpfen. Entschuldigung, dass ich gerade mal ruhig bin. Ich habe gerade gedacht, ich erwische hier jetzt noch einen, aber nee, die rennen da außen rum. Okay, zumindest den Weg nach Pripyat freikämpfen. Dann geht es noch nicht nach Pripyat, sondern erstmal hier zum Crest, was ich aber jetzt noch nicht gemacht habe. Dann eben auch seine Anomalous Bison, was ich ja jetzt habe. Kein Problem. Halt! Wo? Hier ist doch direkt einer vor mir. Ich bin gerade zu blöd, okay. Egal. Wir sehen uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentare. Rausgekommen sind wir. Sogar ohne nochmal gestorben zu sein. Auch nicht schlecht. Wir werden weitersehen. Bis denn.